Következő felszóló egy percben Jean-Philippe Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte sagen, ich freue mich, dass es gelungen ist, im Europäischen Parlament eine relativ breit getragene Resolution zum vorliegenden Goldstone-Report zu erarbeiten, ohne dabei den Konflikt im Nahen Osten lediglich nach Brüssel zu transportieren. Wer die Chance auf einen dauerhaften Frieden bewahren will, muss das Einen der aller Beteiligten appellieren, statt, wie es hier auch einige tun, das Trennende zu reproduzieren. Und das Einende ist die Geltung des internationalen Völkerrechts, insbesondere der Menschenrechte weltweit. Doch genauso wie die Konfliktparteien eine unabhängige Untersuchung zulassen und fördern müssen, muss es auch die internationale Gemeinschaft sein, die eine einseitige Verurteilung verhindert. Wir müssen deshalb auch unmissverständlich deutlich machen, eine einseitige Dämonisierung Israels ist nicht nur in dieser Debatte, sondern insgesamt unangebracht. Diejenigen Kräfte, die daran arbeiten, die Legitimierung des Staates Israels in Frage zu stellen, müssen von uns Europäerinnen eine klare Absage bekommen. Vielmehr müssen diejenigen Kräfte in Israel gestärkt werden, die mit uns gemeinsam für Frieden, Toleranz und Menschenrechte im Nahen Osten kämpfen. Deshalb muss hier und heute auch deutlich gemacht werden, dass wir die Behinderung von NGOs in Israel durch Regierungsvertreter wie Außenminister Lieberman nicht hinnehmen können. Diese Politik ist schädlich für die Menschen in Israel und damit für den Frieden im Nahen Osten. Vielen Dank. The Goldstone report was commissioned by the UN Human Rights Council, which is inundated with Israel's enemies, so we could hardly have expected a balanced analysis. The US Congress called the Goldstone report irredeemably biased and unworthy of further consideration or legitimacy.